im offenen Feld. Okay, mit possible noch ein G. Okay. Ja, genau. Das könnte eventuell auch erklären, warum das so lange gedauert hat, den zu erschießen. Ja. Aha. Das könnte erklären, warum das so lange gedauert hat, bis der umgefallen ist. Weil wir haben ja nur BP drin gehabt. Der hätte eigentlich schon so... Tassi, moin. Übrigens, der hätte eigentlich mal zügiger umfallen können. Bin ich ganz ehrlich. Oder ich habe nicht getroffen. Ah ja. Okay. Hier wurde auch geschossen. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, wie ist die aktuelle Situation hier? Auf jeden Fall hat hier jemand gesilenced geschossen. Aber ja, das könnte wirklich erklären, warum das so lange gedauert hat. Dass er gestorben ist. Wahrscheinlich. Ah ja. Er lebt immer noch. Ja, lol. Das ist nicht witzig. Maja, was lootest du da drinne? It must be a joke. Are you serious right now, game? What the actual fuck?
Weder der eine noch der andere ist gestorben. Witzig. Ich sitze ganz schön in der Scheiße. Schade. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der gestorben ist. Verschieben uns mal. Ja, also den einen habe ich auf jeden Fall schon zweimal getötet. Würde ich jetzt mal so sagen auf meinem Blatt Papier. Ja. Ich müsste da halt theoretisch irgendwie rein in die Hütte, aber ich habe keine Ahnung, ob der andere Dude draußen noch am Leben ist. Mein Scope reicht scheinbar nicht aus, um zu gucken. And as you can see, the windows are pretty shitty. I can't see shit.
Habe ich denn meine Munition abgefeuert? Ja, ich habe das halbe Magazin tatsächlich gefeuert. Wir sind nicht gestorben. Okay. Dann habe ich entweder nicht getroffen oder der Server hat es nicht registriert. Entweder oder. Ist er da rausgehuscht vielleicht? Ich wüsste halt gerne, ob ich den einen schon getötet habe, der da war, aber ich kann halt in dem hohen Gras seine Leiche, wenn dann nicht sehen. Die Fenster sind halt wieder on pointe. Also entweder sitzt er da im Haus und scheißt hier in die Hose, oder der ist schon raus und abgezischt. Der ist weg. Ich sagte, er sitzt da noch drinne. Ich habe ihn nämlich nicht rauskommen sehen. Oh. Zero Energy.
What the fuck? Ist halt tatsächlich raus. Aber wo ist er hin? Where the fuck are you? Where the fuck are you? Nee, das waren zwei Leute. Das ist der erste, den ich getötet habe. Da war noch einer. Einen habe ich getötet von den Boys. Und einer ist noch. Und ihr wisst ganz genau, wie das ist, wenn da eine Leiche liegt. Tee, Zolli, sag mal, hier hinten im Busch setze ich mich hin und dann mache ich mir erstmal einen Tee! Shitty Quickie? Machen wir ein Shitty Quickie? Oder wir machen ein Shitty Quickie. Wow. Wir machen ein Shitty Quickie. Where's your buddy? Where's your friend? Come on. Oh, jetzt habe ich... Nee. Don't be greedy. Don't be greedy. Das ist schon greedy genug. Let's go. Peace out. So, jetzt brauche ich noch die Fischerhütte. Wo ist der hin? Hat er sich ausgelockt oder was? Kann nicht weg sein. What the fuck? Okay, here we go. Quest completed. Out. Der hat seine Unterquest gemacht. I'm sorry. Aber hey, Dude, ich hab dich zweimal erschossen. Dein Kumpel hab ich einmal erschossen. Aber dein Kumpel ist ja auch gemut worden, Junge. Da wäre Michael Jackson aber neidisch gewesen. So, jetzt ganz schnell hier. Pop, 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 pop. I wanna leave the shit home. Aber der war ja auch,
Ja, kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Level irgendwas hohes schon. 38 oder so. Okay. Quest, we need to find food. Level 42. Ja. Der hat auf jeden Fall viele Fights gewonnen. Level 42 und Unterquest machen passt irgendwie nicht so zusammen. Come on, give me some food. Oh. Ich hasse diesen Zaun. Welches Level war der? Ich bin 42 oder so. Ich finde es negativ, weil die Zeiten sind die gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oder sagen wir mal so, ist mir egal. Ich glaube, das passt eher, ja. Okay, das war ein super weirder Start. Also ich sag mal so, ich glaube, ich weiß es nicht, aber der erste, der hatte ein bisschen beim ersten Mal, als wir auf den geschossen haben, A, kein Gear an im Scope und B, hat er glaube ich auch ein bisschen Easing gehabt. Aber den anderen haben wir glücklicherweise, thank you Server, den Headshot gegeben. Sehr, sehr glücklich war das für uns. Very, very lucky. So, jetzt nehmen wir erstmal wieder einen Gang raus. Wir sind ein paar Meter weg. Der ist, glaube ich, da drüben lang gegangen und macht seine Scavfest irgendwie. Ich schätze auch, dass der nicht so ein hohes Level hat, sonst hätte der gefightet wahrscheinlich. Und der hat irgendwas Schallgedämpftes mit. Das heißt, der macht wahrscheinlich seine 25 schallgedämpften Kills. Oder so. Aber eben gerade hat er auch laut geschossen, oder? Das wird wahrscheinlich zu sein, Cyberratte. Der Exit wird zu sein, denke ich. Okay, Busdepot, Kraftwerk, Tankstelle, roter blauer Zaun und dann gucken wir mal. Man könnte jetzt noch in den Bus gucken, ob da was drin ist, aber I don't wanna risk it for the biscuit. Weil schallgedämpfte Waffen sind nicht gerade so günstig und aktuell schmieden bin ich in Kohle. I don't wanna risk it for the biscuit. Neun Minuten? Wait, what? Hä? How? Hä?
Welchen Film habe ich jetzt nicht geguckt? So lange waren wir noch gar nicht im Raid. Wir waren noch nie im Leben 40 Minuten im Raid. Hä? Nee, wir waren niemals 40 Minuten im Raid, Leute. Never ever. Never ever waren wir 40 Minuten im Raid. Am Arsch nicht. Am Arsch waren wir 40 Minuten im Raid drin. Nee. Ich bin um 44 rein. Mit Disconnect und so? Alter, ich war kein... Am Arsch war ich so lange im Raid. Am Arsch. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Du hast 10 Minuten mindestens das leere Haus bewacht. Keine 10 Minuten. Am Arsch. Dass viele Leute auf Hyping-Servern spielen, weil es einen Vorteil bringt. Auch. Ah ja. Mhm. Problem ist, dass die amerikanischen Server die besten Server sind, die es in Tarkov gibt. Deswegen spielen auch viele Leute dort. Aber grundsätzlich, wenn sich da im Netcode nichts geändert hat, haben Leute mit dem Hyping einen Vorteil, ja. Yes, they do. Günni ist da. Where the fuck are you?
Wisst ihr, was witzig ist? Wenn man in den Channel kommt, beschädigt man, dass dieser Content hier 18 plus ist. Ich meine, wenn man unter 18 ist, ne? Sollte man vielleicht nicht im Chat rumkrakeln, dass man nicht unter 18 ist. Nur mal so als Tipp für später, weil wir halten uns hier auch dran. Ey, Thornet, aber da warst du ja auch richtig auf Rampage, Junge. Hast du gleich zwei Dinge hintereinander, drei Leute hintereinander weggeknallt, Junge. Scharfschütze. Das war ein sehr komischer Raid. Bin ich ganz ehrlich. Der war sehr weird. Aber hey, gut. Wir konnten zumindest ein, zwei Skeps töten und haben auch die Dörfer angehauen. Und jetzt können wir... Ich glaube, ich müssen wir noch ein paar Sachen markieren. Dann könnten wir eventuell schauen, dass wir diese Face Masks finden. Also diese Gesichtstücher hier, Bandanas oder wie auch immer die heißen. Brauchen wir auch noch. Punisher. Ich weiß gar nicht. Habe ich letztens, glaube ich, schon gefragt. Entweder Punisher 6 oder 7 Quest. Die wollen wir natürlich schnurstracks fertig machen. Am Anfang. Und immer schön alles miteinander kombinieren, wenn man kombinieren kann. So wie jetzt gerade auch. Das macht sich immer sehr gut. Ein Scherf. Ich habe jetzt natürlich bin sehr sloppy rausgelaufen. Normalerweise sollte man auch gucken, ob von da was kommt. Also bin ich mit sehr viel Glück rausgekommen. Nice. Das ist mein 5. Tag, ja. Das ist mein 5. Tag auf dem Standard-Account. War nicht die schönste Runde, aber ist okay. Waren die zu dritt? Das könnte das natürlich erklären. Dann habe ich den anderen Pistolero oder den anderen Dude. Okay. Oh, alright. Die waren dann wohl scheinbar zu dritt, die Boys. Und den dritten habe ich denn nicht gekriegt oder so? Oder der ist dann... Weiß ich nicht.